Mein Glückwunsch zum Tor, zum Sieg. Hammer. Wenn das keine Werbung war für das Spiel in 3 Wochen in Chemnitz, weiß ich auch nicht mehr. Du hast gegen Erfurt das Tor geschossen, jetzt hier wieder heute. Ich glaube, du bist so der Mann für die wichtigen Tore bei den geilen großen Spielen, oder? Ja, freut mich auf jeden Fall, dass es genau gegen solche großen Mannschaften dann auch klappt und dass wir auch am Ende gewinnen. Das ist ja das, worauf es ankommt. Und ich bin einfach super, super glücklich und deswegen spielt man Fußball wegen solchen Spielen. Rückstand gedreht, das Ganze vor so einer Atmosphäre. Wie ist so generell so deine Einschätzung zu dem Spiel? Ja, am Anfang ein bisschen schwer reingekommen, sage ich mal. Auch das erste Gegentor könnte man auch vermeiden. Aber ja, wir haben dann gesehen, in Mitte der ersten Halbzeit, dass es auf jeden Fall hier was geht. Und haben uns auch dann die ganze Zeit gesagt, auch in der Halbzeit, das Ding müssen wir drehen, das kriegen wir auf jeden Fall hin, so viel machen sie nicht. Das hier ist auf jeden Fall was möglich und mit unserer Qualität, die wir auch zur Zeit haben und alles, klappt das auf jeden Fall. Das heißt, Selbstvertrauen für das Pokalspiel ist da oder was denkt ihr, wie viel CFC von in 3 Wochen haben wir heute schon gesehen? Och, das kann ich nicht einschätzen, aber ich denke einfach, dass wir genauso rangehen wie heute, selbe Einstellung und dann gucken wir einfach mal, was in 3 Wochen ist. Auf jeden Fall freuen wir uns erstmal heute, dass wir so ein geiles Spiel gewonnen haben und natürlich mit den Fans im Rücken drehen wir solche Spiele natürlich auch und dann umso geiler ist es dann zu gewinnen. Du hast es angesprochen, die Atmosphäre, wie sehr nimmt man das wirklich wahr auf dem Platz oder vielleicht auch im Kabinengang schon, wie kriegt man das mit? Das nimmt man sehr dolle wahr, also egal ob positiv oder auch mal negativ, aber so ist es halt und das Positive ist halt das Geile und das kann man auch die Runde abklatschen und freut man sich einfach. Positiv gab es heute genügend, ja. Schönen Sonntag. Danke euch auch. Danke. Ja, Pascal, Glückwunsch. Aus meiner Sicht einer der Säulen heute gewesen. Also ich fand, ein richtig starkes Spiel gemacht. Generell habe ich mit Steini schon gesprochen, irgendwie so rausstellen, einzeln brauchen wir gar nicht, weil das eine extrem starke Mannschaftsleistung war. Wie ist deine Einschätzung zum Spiel? Ja klar, wir starten natürlich unglücklich mit einem 0-2 hinten zu Hause und dann aber, wie gesagt, eine überragende Mannschaftsleistung, dann hier zurückzukommen gegen den Spitzenreiter, das ist mal ein Ausrufezeichen. Wir haben uns eigentlich gewünscht, dass der Ausgleich vielleicht noch vor der Halbzeit fällt, weil die Druckphase enorm groß war. War dann nicht so. Ihr kommt aber aus der Halbzeit wieder raus und Ryan packt das Ding aus. Ab wann habt ihr gewusst, okay, hier geht wirklich was? Naja, mit der roten Karte merkt man schon, wir sind ein Mann mehr, wir sind heute gut drin. Wir hatten ja auch erste Halbzeit, gute Chancen, gute Ballbesitzphasen. Und dann mit dem 2-2 wussten wir, die packen wir heute. Und ein kleines Wort noch zur Atmosphäre. Wie sehr kriegt man das mit? Also wie sehr pusht euch das? Habt ihr das irgendwie wahrgenommen? Und wie läuft das? Ja, also nach dem 2-1 hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. War geil. Dann ist das, glaube ich, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in Chemnitz abgeht. Wenn die Leistung da ähnlich ist, dann wird die Stimmung genauso sein und dann, glaube ich, ist da viel zu holen, oder? Ja, ich hoffe doch, dass wir da weiterkommen. Steini, wir haben gerade überlegt, wenn wir uns denn hier so vor die Kamera holen und dann heißt es immer auch wieder der Steinborn. Naja, der hat ja wieder ein Tor geschossen. Mhm. Du bist so ein bisschen der Mann der Stunde, auch wenn man heute sagen muss, überragende Mannschaftsleistung von allen. Also ich würde jetzt niemanden extra herausstellen. Wie ist deine Einschätzung zum Spiel? Ja, normal müsste, glaube ich, die ganze Truppe hier stehen und ein, zwei Worte finden. Wie gesagt, wir kriegen schnell 2 Tore, gucken uns doof an, weil es halt so individuelle Fehler waren. Und dann kommen wir halt zurück, wir machen schnell das 2-1 und saßen in der Halbzeitpause in der Kabine und jeder wusste, dass wir das Ding irgendwie drehen, weil wir richtig gut drauf waren, der Ball lief perfekt. Und ja, dann packt Ryan so ein brutales Brett raus, ey, leck mich am Arsch, also Hut ab für so ein Brett. Und ja, dann ist Salle, das alte Kopfballmonster, nochmal reingesprintet und ja, dann machen die halt auf und dann kann ich auch nochmal einen einschieben. Passt schon. Wir haben uns ein bisschen gewünscht, dass der Ausgleich noch vor der Halbzeit fällt, weil das einfach die enorme Druckphase war. Dann war Halbzeit Rückstand. Das spricht aber umso mehr für die Mannschaft irgendwie, dass ihr rauskommt und einfach anknüpfen könnt an die erste Halbzeit. Na, wie mental stark seid ihr? Ja, ich glaube, das hat man halt gesehen, wie mental stark wir sind. Wir rücken immer näher zusammen, wir wurden gut eingestellt wieder auf Chemnitz und ja, wir freuen uns jetzt schon auf das Pokalfinale in Chemnitz und ich denke, da kommen wieder gelb-blaue Verrückte nach Chemnitz und dann schauen wir mal, was da geht.